So, wir haben die Motorshow-Abteilung erreicht. So, hier werden die ganzen neuen Autos ausgestellt. So, was haben wir hier noch? Die Firma Aion. Aion. Was machen die Schönes? So, Preis schon mal 846.000. Mal gucken, ist das elektrisch? Gibt es also verschiedene? Ich denke, das sind elektrische hier alles. Da sind elektrische Fahrzeuge. Hier zum Aufladen. Oh, hier, guck mal, kriegst du ein Bett sogar. Kannst du hier drin übernachten, wenn du Lust hast. Extra zugeschnittenes Bett für das Teil. So sieht es von denen aus. Sehr großes Display. Also sehr groß, muss man mal sagen. Auch hier so die Sitzeverarbeitung, das fühlt sich alles wirklich sehr gut an. Kann man nicht anders sagen. Auch hier die Seitenverkleidungen. So, hier von der Fahrerseite her. Oder auch hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Mit großer Batterieanzeige und wie gesagt das riesen Display in der Mitte. Das hier scheint wohl das High-End-Modell zu sein. Liegt hier bei 995.000 Baht. Aion Y plus 490. Also die, vom Innenraum her sehen die alle gleich aus, kann man sagen. Aber hier kann man es jetzt mal eben sehen, ohne diese Matratze drin. Ne? Interessant. Ja, und heißen tut der Aion Y plus 490. Das sind alles Marken, die haben wir bei uns noch nicht so gehört, ne? So, hier noch ein Modell. Nur Aion Y plus. Liegt bei rund 900.000 Baht. Alles elektrisch, ne? Voll elektrisch. Aber auch hier wieder kann man sehen, die Innenausstattung, wie bei den anderen eben, alles das Gleiche. Ne? Das Display das Gleiche, Lenkrad das Gleiche, die Sitze das Gleiche. Also da scheinen die nicht groß zu unterscheiden hier. Aber okay, schön. So, jetzt haben wir BID gefunden. Die gucken uns natürlich auch an, was bei BID los ist. Ne? Ist ja gerade in aller Munde. Ja. Ja, sieht ganz gut aus. Ne? Mal sehen, was haben wir hier? Rund 700.000 Baht. Elektrisch natürlich, BID. So, gucken wir uns mal von innen an. Ja, das fühlt sich schön an, auch hier außen. Ja, die verarbeiten, ja gut, okay, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier innen auch. Alles in rund gehalten, ein großes Display in der Mitte von dem Fahrzeug. Interessant. Ja, hin von hinten. Das Licht flackert hier ein bisschen, komischerweise. So, sieht der Innenraum aus. Das ist nochmal ein anderes Modell, aber der Innenraum sieht auch immer gleich aus. Hier das Display, diese runden Knöpfe hier in der Mitte. Oh, und die Sitze, ja, die machen sehr guten Eindruck. Das kann man nicht anders sagen. Sehr schön. So, hier nochmal ein anderes Modell. BID Seal ist das jetzt noch. Oh, hier kommen die Knöpfe raus. Aha.
Oh, man wird gleich persönlich mit Stimme begrüßt. Wow. Was haben wir hier? Ja, das ist die Verarbeitung. Ja, fühlt sich erstmal okay an, muss man mal ganz klar sagen. Hier war ein anderes Display und hier so ein Riesendisplay, was man da aus dem Tesla kennt. Ne? Hier ist Ingolstadt ein bisschen anders gemacht. Ne? Aber auch die Sitze, ja, das hier ist alles schon ausgenudelt hier. Das ist natürlich qualitätsmäßig nicht so schön. Hier vom Ein- und Aussteigen, ne? Hier hängt alles runter. Das ist also jenseits von Qualität. Ja, aber ansonsten sieht das erstmal nicht schlecht aus. Ja, also mit dem Sitz war natürlich nicht so schön jetzt. Aber ansonsten, ja, vom Optischen sieht das Ding eigentlich auch nicht schlecht aus, muss man mal sagen. Das Licht hier ein bisschen flackert, das nervt mich ein bisschen hier. Ich hoffe, man sieht sich so stark auf dem Video nachher, ne? Schön. Schön, schön, schön. Ach so, den Kofferraum können wir uns nochmal anschauen hier. Von hinten. Wie kriegen wir den auf? Ah, mit Touchscreen. Hier unten ist so ein Touch. Da tippt man drauf. Okay, das ist natürlich super klein hier. Ja, ja, ja. Das ist... No, it's not bigger, Lisa. Aber okay, ja. Na gut. Okay. Ansonsten, ja, nicht schlecht. So, jetzt haben wir Deepal. Hersteller Deepal. So, hier unten ist also das Triebwerk und was ist? Da kann man noch Stauraum. Kann man noch was reinpacken. Mehr sieht man nicht davon. Also mir wurde gerade gesagt, dass das die elektrischen von Deepal, das ist auch ein chinesischer Hersteller, 480 Kilometer fahren. Und wenn man Licht, Klimaanlage und sowas alles einschaltet, dann immer noch 420. Kann ich fast gar nicht glauben. Aber die Verarbeitung hier sieht also auch sehr schön aus, obwohl der Sitz hier, würde ich sagen, ist der gleiche wie eben gerade bei dem BID-Auto. So schaut das Display aus. Hier ist auch so ein Riesendisplay in der Mitte, aber das ist hier quer eingebaut. Gefällt mir ehrlich gesagt ein bisschen besser als so hochkant wie vorhin bei dem anderen Elektroautos. Ne? Aber ansonsten sieht das schon nicht schlecht aus hier. So, vom Kofferraum her auch wesentlich größer als eben gerade bei dem BID. Also ich würde sagen, das ist eine echte Konkurrenz zum BID. Also mehr Platz als im BID, ne? Ja, Deepal L07. Noch ein anderer von diesem hier, von dem Hersteller. Das ist S07. Sawadika. Auch hier die versenkbaren Griffe hier. Hier drücken. Nein, geht nicht auf, ist abgeschlossen. Kann man das sehen hier? Ja. In schön braun gehalten hier. Aber okay. Ich würde sagen, auf jeden Fall eine Konkurrenz zu den europäischen Elektroautos, ne? Und wesentlich billiger, muss man auch sagen, ne? So, als nächstes haben wir Honda. Honda. Ja, das ist ja so, was jetzt eine
im normalen Autos, sag ich mal, in den Verbrennern und sowas eben alles mit verbaut wird. Das kennt man alles, ne, von Honda. Auch die Sitze machen einen guten Eindruck hier, kann man nicht anders sagen, fasst sich gut an. Und vom Preis her 749.000 Baht für einen Benzinmotor. Hier ein neuer Accord, Honda Accord RS, auch elektrisch, EHEV. Extrem dunkle Scheiben, ja, wie man es von Honda kennt. Also die Verarbeitung fühlt sich schon, ist auch wirklich gut. Oh, was von den Sitzen her. Hier mit Ambientebeleuchtung. Das sieht natürlich, also das sieht schön aus. Ne? Alles in Schwarz gehalten, auch der Dachhimmel. Große Displays in der Mitte. Für ein Elektroauto. So, vom Sitzen her sehr bequem. Und die Sitze kann man nichts gegen sagen. Also sehr schön, ne? Honda halt, ne? Honda ist okay. So, kosten tut das hier 1,799, also 1,8 Millionen Baht. So, hier haben wir noch mal so ein Mini-SUV. Ja, sieht auch sehr schön aus hier. Ja, ist okay. So, hier. Ja, das ist so ein Mini-SUV, ne? Sitze verarbeitet, sehr schön. Gut, ne? Sehr gut, ja. Ja, ja. Automatik, das Display elektrisch hier, Mitteldisplay, auch so 7 Zoll. Ah, nice. Gut, gut, gut. So, hier sind die Preise. CRV fängt an bei 1,4 Millionen Baht bis 1,7 Millionen Baht, ja. Mit Four-Wheel Drive 1,7 Millionen, ne? So, dieses Modell hier ohne Vierradantrieb liegt bei 1,5 Millionen, 1,6 Millionen knapp, ne? Ja. Und Benzinmotor. Schön. Gut. Ja, sieht gut aus. Looks good. Ja. Ja. So, dieses haben wir Ora. Das sieht so ein bisschen aus wie der VW Beetle. Auch ein Auto aus Asien. Das ist allerdings ein elektrisches. Liegt der Preis bei 800.000 Baht knapp. Elektro. Aber auch die Innenausstattung macht echt einen guten Eindruck. Kann man nicht anders sagen. Sitze. Die Sitze sind nicht ganz so schön, sind sehr weich, aber ansonsten Ora 07. Ora 07. So, sieht ein bisschen aus wie ein Porsche Cayenne. Vom Design her, aber auch hier ziemlich extravagante Ausstattung hier. Elektronisch. Sawadika. Ja, so ein bisschen angelehnt an Porsche. Und dieses Modell kostet hier 1,5 Millionen Baht, ist auch elektrisch, ne? Alle elektrisch hier bei diesem Hersteller. So, Mitsubishi Triton, der neue. Ja, was haben wir? Gut, nochmal. Ja, ist auch gut. Mit Wildleder. Hier haben wir den das Tacho. Auch ein relativ großes Display. 10 Zoll Display hier in der Mitte. Automatik. Alles schön in Schwarz gehalten. Gut verarbeitet, muss man mal sagen. Hier auch mit Carbonoptik hier. Sehr schön. Und auch den Dachhimmel in Schwarz gehalten. Und oben ist noch die Klimaanlage, die für die hinteren Sitze zuständig ist. Die geht also oben am Dach lang. Das ist natürlich auch gut gemacht. Ne? Sehr schön. Sehr schön. So, Preis liegt hier bei knapp 1,3 Millionen Baht.
Diesel. So, hier mal einen kleinen Rundumgang. Oh, Mitsubishi ist, das ist auch schon eine Hausnummer, ne? Vier Türen. Hier auch im Front genügend Platz hier. Fünf Sitze. Und auch die Ladefläche, ne? Sieht echt sehr gut aus hier. Hier nochmal mit Windschutz oben drüber. Sehr schön gemacht. Kann man nicht anders sagen. So, vertreten ist hier auch Motorräder Triumph. Kriegst du verschiedene Modelle. Hier die Triumph. Rocket 3R, 6 Zylinder, 2,5 Liter Hubraum, 167 PS. Schöne Rakete. Sieht wirklich sehr gut aus. Kardanantrieb hinten. Liegt bei 955.000 Bar. So, auch voll elektrisches Tacho. Und die sieht schon gut aus, ne? So, nochmal Elektro, klitzekleine von Airef. Wohligen Airef. Ja, gibt es da so verschiedene hier, verschiedene Farben, aber immer ein ähnliches Modell. Klein und kompakt für die City gedacht. Und sowas hier, voll elektrisch, liegt bei 425.000 Baht. So, gucken wir mal rein in das gute Stück. Ja, okay, das ist natürlich nichts, ne? Das ist also Plastik pur hier. Also die Ausstattung, naja, lässt natürlich zu wünschen. Aber wie gesagt, ist auch nicht wirklich teuer. Für einen Neuwagen voll elektrisch, ne? Hier nochmal eine Rundumsicht, damit ihr das nochmal ganz gesehen habt. Also auch keine Schönheit, also mein Fall wäre das jetzt nicht. Aber gut, 425.000 Baht, absolut okay. Auch die Innenausstattung, alles schön, Plastik. Also wirklich extremes Plastik, muss man mal so sagen. Aber okay, Neuwagen, wie gesagt, voll elektrisch. Für 425.000 Baht, okay. Ja, die Sitze überzeugen auch nicht wirklich von Qualität. Aber gut, als Zweitauto oder als Stadtauto absolut okay, ne? Kann man nicht anders sagen. Gut, man wird jedenfalls nicht nass. Ja, so sieht's aus. Airef ist der Hersteller von diesem Fahrzeug. Jetzt noch ein bisschen anderes Modell, was mir jetzt ein bisschen besser gefällt. Das sieht ein bisschen besser aus hier. Nold bei Shanghai. Das ist Nold. Hersteller ist Nold. Und da gucken wir auch noch mal ganz kurz rein hier. Ja, okay. Sieht auch. Ja, viel Plastik. Ne? Viel schlechtes Plastik. Aber auch elektrisch. Hier ein riesen Display in der Mitte. Ganganzeige hier. Drive normal zurück. Ja, per Knopf. Mehr brauchst du nicht. Ne? Aber hier fühlen sich die Sitze auf jeden Fall besser an. Aber das ist auch so Kunstleder hier. Aber die fühlen sich auf jeden Fall besser an. Muss man mal ganz klar sagen. Ne? Für einen Kleinwagen muss man nur sagen, also hier hinten für die Passagiere eine Menge Platz. Also das ist echt geräumig. Das ist sehr gut gelöst. Ne? Für so ein kleines Auto wirklich richtig viel Platz. Ich hoffe, man kann es sehen. Also die Sitzen hier für die Fondpassagiere ist überhaupt kein Problem. So, und der Preis liegt hier bei 425.000 Baht. Ne? So, die Isuzu haben wir jetzt hier. Oh, hier sind die Daten von dem Auto. Das ist ein Diesel. Aha. Sieht gut aus von innen.
Also für Isuzu, was bei uns nicht so bekannt ist, kann man sagen, sieht das echt gut aus hier. Schön gemacht. Riecht auch sehr angenehm hier, muss man mal sagen. Oder auch hier die Türen. Also die Verarbeitung macht erstmal einen guten Eindruck. Für Isuzu. Ja, so sieht er von der Seite aus. Oder hier im Pickup. Schön aus. Ja. Hat sich einiges getan in den letzten Jahren, würde ich so sagen. Ne? So, mal gucken, wie er von innen ausschaut. Auch schön. Naja, hier ist ein bisschen plastikmäßig, ne? Fühlt sich das auch. Aber die Sitze sind eigentlich nicht so schlecht. Wie sieht es beim Cockpit aus? Auch gut. Ja. Automatik. Ein großes Display in der Mitte. Schwarzer Himmel. Sieht nicht so schlecht aus für Isuzu als Pickup. Also sieht das Ding von vorne aus. Mhm. So, und kostet. Hier sind nochmal die Datenkanäle. Oh, 4x4. So, natürlich Toyota ist hier auch vertreten, was hier natürlich ganz groß in Thailand angesagt ist. So, da haben wir hier Toyota. 900.000 Baht. Und so sieht das Schmuckstück von innen aus. Ja, Automatik. Auch großes Display in der Mitte. Naja, groß ist relativ. Ich denke mal so 7 Zoll. Stoffsitze. Also ist das meistverkaufte, der meistverkaufte Pickup hier in Thailand. Aber 900.000 Baht und hier ist nichts drin, kommt mir ein bisschen teuer vor. Aber vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Oder das hier ist ein neues Modell von Toyota. Oh, für den landwirtschaftlichen Transport eher geeignet. So, was haben wir hier? 577.000 Baht. Benzin. Ah ja, rein für den Transport natürlich nicht schlecht, ne? Große Ladefläche. So wie so ein Mini-LKW hier, ne? Zeige ich mal von innen. Ja. Gut. Diese Seite. So, mal gucken, geht der auf? Oh ja. Ah ja, gut, okay, sieht auch aus wie ein LKW von innen. Also viel, viel Plastik. Kein Mitteldisplay, ja, vielleicht kann man es dazu bestellen. Aber Automatik zumindest. Ja, und hier würde ich sagen, unechte Ledersätze, ne? So, das ist so der Innenraum von dem Gerät, ja? Auch die Seitenverkleidung, also sehr spartanisch gemacht, ne? Also das ist so rein... So auf LKW-Basis gemacht hier. Auch hier vom Armaturenbrett, nur das Tacho, sonst nichts weiter drin. Aber okay, 577.000 Baht. So, natürlich gibt es auch wieder eine Menge zu essen. Und wir essen jetzt erstmal ein bisschen was. Was ist das? Chicken? Chicken. Ja, Hühnchenleber mit Reis. Oder hier
Oh, Garnelen. Was ist das, Tofu? Ja. Mit Salat, Tofu mit Salat. Schön. So, jetzt wird erstmal ein bisschen gegessen. Wie gesagt, der Tofu-Salat, Reis und gegrillte Hühnchenleber und ja, so ein Chicken Wing dazu. So, das war's für heute. Wir gehen jetzt nach Hause und wir hoffen, euch hat das Video gefallen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst bitte auch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.